Hamburgs fesselnde Fußball-Talkshow mit Kiezlegende Kalle Schwensen und Moderator Niklas Heiden. Heute mit prominenten Gästen wie Mo Wadwa, Jeremy Wachter und Uwe Rode. MyBet.eu präsentiert Ihnen Kalles Halbzeit im Verlies. Okay, und nun freue ich mich ganz besonders zur 25. Sendung, unserer Jubiläumssendung, einen wirklichen Topstar aus Deutschland, einen der renommiertesten Schauspieler, hier auf unserer Bühne begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich ganz besonders über Uwe Rode. Applaus, 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 Applaus! Ja, Uwe! Mein Freund! Schön, dich zu sehen. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja. So. Wir fangen schon mal ein bisschen an zu erzählen, weil es gibt über dich so unglaublich viel zu erzählen, dass wir da nicht zu Potte kommen, wenn wir das nicht jetzt gleich anfangen. Uwe Rode hat weit über 100 Kino- und Fernsehproduktionen gemacht. Über 200. Ich bin da auch ein Dusselloh. Über 200. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Genau. Da gibt es nicht viele. Nicht viele, ja. Aktuell. Uwe ist auch, was nicht viele wissen, ausgebildeter Sänger. Richtig, genau. Und ausgebildeter Clown. Auch, genau. Machst du das ab und zu nochmal? Sehr selten. Ich benutze es immer in meinem Beruf natürlich. Das ist natürlich ein Vorteil. Ja, also man darf das jetzt nicht so verstehen wie ein Zirkusclown, der so bunt angemalt ist und mit der Pappnase auf. Diese Clownsausbildung, die war damals an der Volkwangsschule, das hat der Pierre Billon, der von der französischen Lecoq-Schule kam, und bei ihm haben wir die Ausbildung genießen dürfen, genau. Das heißt, ganz elementare Geschichten, die Clownerie betrifft, was wir so mitbekommen haben. Also das war praktisch im Rahmenprogramm deine Schauspielausbildung. Richtig, genau, ja. Ja. Und du hast richtig so von der Pike auf das Ganze gelernt genau, richtig Schauspieler gelernt. Ne? Schauspielgesang, Operngesang und war viele Jahre am Staatstheater in Stuttgart engagiert. Mein erstes Engagement war damals im Schwarzwald in Pforzheim. Das war so eine Schießbude und da hat es mir dann nicht so gut gefallen. Habe dann gleich ein Jahr später gewechselt, bin dann ins Staatstheater nach Stuttgart gewechselt. Und seit, ich glaube, Anfang der 90er Jahre bin ich freiberuflich tätig. Ja, das ist ja toll, wie auch immer. Ich muss leider wieder kurz unterbrechen. In Bochum fällt das 2:1 für den HSV. Für den HSV. Ja. Das ist eine gute Unterbrechung. Siehst du? Ja. Ja. Du bist jetzt seit 30 Jahren regelmäßig vor der Kamera. Und ich spreche das mal ganz kurz an, das soll nicht das Thema sein, aber weil es gerade aktuell war, hier in Hamburg und du ja auch mittlerweile Norddeutscher bist, du hast ja auch sehr viel mit Jan Vetter gedreht. Und du warst ja auch bei seiner Beisetzung gewesen, weil es ein enger Freund war. Bei der Trauerfeier. Ganz kurz mal, weil man hat so viel gehört, aber du bist ja jemand, der Insider ist, der für ihn diesen Büttenwagen und solche Sachen gedreht hat. Also wirklich nicht nur dieses Ding, sondern intensiv. Ich glaube, ihr wart über 15, also, 20 Jahre. Ja, sowas. Seit 20 Jahren. Das ist Wahnsinn. Ne? Und er war ja doch, ich fand es ja die schönste Geste, die man einem Normalbürger erteilen kann, außer bei mir. Ne? Aber das war schön, dass er Polizisten als Sargträger hatte. Ja, das hat er nicht normalerweise, ein normaler Schauspieler nicht. Ja, er war wirklich eine Institution hier in Hamburg und ich glaube, dass die Hamburger Polizei ihn auch wirklich sehr, sehr gemocht und sehr verehrt hat. Und auch da, man sagt, dieses Großstadtrevier, ich glaube, es besteht seit 28 oder 30 Jahren. Aber ich sage, Jan Mach hat es, glaube ich, ja nicht von Anfang an gemacht. Das waren ja vorher. Von Anfang an mit Jürgen Roland und richtig. Kai Sammann, mein Freund, der war damals der Motorrad-Polizist. Und auf jeden Fall war Jan absolut prägend, beziehungsweise war er eine Hausnummer für Hamburg. Und das heißt, auch in Verbindung mit der Hamburger Polizei und bei der Trauerrede. Sprach auch der Polizeipräsident davon, dass er so im Grunde sogar vielleicht den einen oder anderen Fall so ganz schlicht auch über diese Fernsehgeschichte gelöst hat, wie auch immer. Auf jeden Fall war das schon sehr ergreifend und sehr emotional, was da auf dieser Trauerfeier letztendlich auch nochmal so vermittelt wurde, was Jan für ein Mensch war, beziehungsweise wie dicht er an Hamburg war oder wie es war ein Hamburger Jung und
ein Volksschauspieler, der also eine Qualität innehatte, das kann man einfach. Da gibt es keinen zweiten einfach. So. Ja, das ist schön. Aber wir wollen ja jetzt über dich wieder reden. Das war nur, weil es musste mal erzählt werden, weil es so kurz jetzt war in diesem, jetzt im Januar. Und du ja lange mit ihm befreundet warst und auch mit ihm lange viele Sachen gedreht hast. Aber ein ganz anderes Thema. Du warst ja selbst aktiver Radrennfahrer, was viele wahrscheinlich nicht wissen. Ja. Und bist mittlerweile, glaube ich, auch Vizepräsident des Dachverbands. Richtig, genau. Ja? Ja. Wobei ich, darüber mal ein bisschen. Da muss ich mal gleich die Einschränkung machen. Ich war Radrennfahrer, also ich bin in meiner Jugend Radrennen gefahren. Das ist richtig. Und ich bin seit einigen Jahren auch im Landesverband Schleswig-Holstein aktiv im Vorstand. Und als ich dort aktiv wurde oder eingetreten bin, hat man mir sozusagen eine Vita, die man veröffentlichen wollte, geschrieben. Da stand darin, Uwe Rode war schon in der Jugend ein erfolgreicher Rennfahrer. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, also du kannst gerne schreiben, Uwe Rode war auch schon in der Jugend ein Rennfahrer, aber erfolgreich war ich nie in meiner Jugend. Ich war immer, also, und alle, mit denen ich zusammen in der Jugend gefahren bin, die sind alle noch unterwegs. Und wenn die so einen Schwachsinn hier lesen, also ich glaube, da muss ich nicht hochstapeln oder beziehungsweise das liegt mir überhaupt nicht, irgendwelche Sachen, die nicht stimmen, zu verbreiten. Das ist auch ein ganz anderes genau. Gebiet, den ich alle abjagen. Ja, und ich denke mal, das hat auch nichts mit den Qualitäten zu tun, beziehungsweise was man so letztendlich auch, oder die Verbundenheit, die ich mit dem Radsport habe. Und so. Da definiere ich mich nicht über meine eigenen Erfolge, die ich mal im Radsport habe. Nee, aber das ist ja schön, dass man das von sich selber sagen kann, dass man lange dabei war. Und was macht ihr so? Was ist so es ist jetzt, glaube ich, irgendeine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft? Also dieses Jahr ist das deutsche Radsportjahr letztendlich. Und zwar haben wir in diesem Jahr drei Weltmeisterschaften, Radsport-Weltmeisterschaften in Deutschland. Und zwar, das fängt gleich jetzt im Februar an, Ende Februar, mit der Bahn-WM in Berlin. Und dann kommt in Albstadt Mountainbike-Weltmeisterschaft. Und dann ist noch in Stuttgart die Hallen-WM. Das heißt Kunstradfahren und Radball. Und darüber hinaus haben wir natürlich noch im Sommer die Olympischen Spiele in Tokio, wo auch unsere Nationalfahrer natürlich an den Start gehen werden. Und also das Jahr und mittlerweile haben wir auch wieder sehr, sehr starke Straßenfahrer, die auch im Sommer die Tour de France wieder fahren werden. Und das, was jetzt interessant, was ich jetzt nicht wusste, ich weiß ja nicht alles, aber das wusste ich, dass jetzt auch diese Kunstradfahrer, dass die in den gleichen Verband sind wie die Straßenradfahrer. Genau. Wir haben also mittlerweile 8 verschiedene Disziplinen, also Radsportdisziplinen, die sie alle unter diesem Dachverband BDR sozusagen da eingereiht haben. Ja, das ist also der Straßenbereich, der Bahnbereich, dann darüber hinaus eben Kunstradfahren, Radball, Radpolo, dann kommen die BMXer, dann kommen die Radpolo, genau, das gibt es auch, ja. Mit wie vielen Leuten spielt man das? Oder mit wie vielen Das sind, glaube ich, nur zwei Fahrer. Ich bin da nicht ganz so firm, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil das auch nicht unbedingt jetzt so mein Fachgebiet ist. Ich bin doch eher so im Straßenbereich und Bahnbereich aktiv, beziehungsweise auch wobei ich natürlich auch den Kunstradfahrbereich großartig finde. Das sind Artisten, diese Sportart bedienen, genau, ja. Aber als leidenschaftlicher Radrennsportler hast du ja die großen Zeiten eines Jan Ullrich oder auch Armstrong miterlebt. Ja. Nun schweben ja doch seit in den Nein, ich rede nicht über diese Geschichte, rede ich nicht. Wir können gleich streichen über Doping wahrscheinlich. Mhm. Möchte ich gar nicht reden, weil ich möchte der neuen Generation einfach die Chance geben. Die sind ganz anders drauf. Das sind junge Menschen, die sind motiviert und die wissen ganz genau, um was es geht. In Deutschland sind wir so vorbelastet, was das angeht. Und ich sage einfach, ich glaube an die Jugend und ich glaube an die neuen Talente. Davon haben wir jede Menge. Und ich möchte dieses Thema überhaupt gar nicht anrühren, weil ich sage, die Jungs, die wissen, was sie tun. Und ich möchte denen einfach auch diesen Freiraum geben und sagen, unbelastet, lasst diesen ganzen Kram mal einfach hinter euch, beziehungsweise da habt ihr nichts mit zu tun. Und da geht irgendwo eine Musik. Ausgerechnet. Ich lade euch alle ein. Also, worauf ich nur hinaus wollte.
war natürlich kein Generalverdacht, ne? Aber so. wenn schon jemand wie ein Ulrich oder auch ein Armstrong, die ja nun wirklich an der Weltspitze auch gefahren sind, von ihrem normalen Potenzial her schon zu solchen Substanzen greifen, warum sollte das nicht in der Zukunft, wo es sowieso Doping immer leichter zu verschleiern ist, ich glaube, da gibt es ganz klare Ansagen, weil der deutsche Radsport dermaßen geschädigt wurde durch diese ganzen Geschichten. Und das ist den neuen Generationen bewusst. Und die wissen ganz genau, wenn so etwas nochmal passieren würde in unserem Lande, dann wäre der Radsport wirklich weg vom Fenster. Das heißt, das würden die gar nicht riskieren. Das unterstelle ich. Also, ich würde meine Hand für die ins Feuer legen. Und ich habe das auch in der Fernsehshow schon mal erzählt oder gesagt. Ich lege meine Hand für die ins Feuer, dass die anders ticken und glaube ich nicht. Ich finde es auch wichtig, man darf nicht auf den eigenen Kamellen rum. Ja, richtig, genau, richtig. Ja, man darf Leute, die jetzt neu rangehen oder nicht damit belasten, wenn wir was andere mal gemacht haben, aber dann ist die Motivation gleich wieder null. Darum ging es ja auch nicht. Nein, aber jetzt, was gibt es denn bei dir so im Augenblick aktuell? Weil du hattest mir, als wir telefonierten, sagtest du mir, dass du in den nächsten zwei Monate keine Zeit hast und für diesen Monat zugesagt hast. Ja, bei mir mischen sich immer ganz wunderbar so die beruflichen Aktivitäten mit den sportlichen Aktivitäten, wobei ich dann auch oftmals so übergreifend, und weiß ich gar nicht, ist es jetzt Beruf, ist es privat, ist es Sport oder wie auch immer, das ist bei mir recht bunt und sehr vermischt. Und ich bin zurzeit gerade in Vorbereitung. Ich wurde letzte Woche gerade für eine große Geschichte gecastet, wo ich nicht drüber sprechen darf und möchte, weil es unmöglich ist. Auch nicht auf, ganz genau. Genauso. Ja, und morgen muss ich ins Synchronstudio, weil wir die letzten Folgen von Büttenwader, wir synchronisieren die ja auf Platt nochmal nach. Das steht gerade an, das muss ich noch auf Platt noch nachsynchronisieren. Und dann ist das Altersgeschäft oder das Drehgeschäft, das läuft. Das heißt, die Gespräche, die ich mit meinem Management habe in Berlin, das sieht ganz positiv aus für dieses Jahr. Und eine Geschichte, die wir im Herbst gedreht haben, die jetzt im März zu sehen sein wird, gleich bei mir vor der Haustür an der Nordsee, wo ich lebe, wurde gedreht, die Küstenpiloten, wo ich einen von diesen Piloten spiele, das ist jetzt auch in Vorbereitung und soll auch weiter... Ist das eventuell eine Serie, ne? Das ist eine Reihe, keine Serie. Genau, ja. Und da drücken wir uns auch die Daumen, dass es weitergeht, weil es einfach ein schönes Format ist und auch zur Primezeit, freitagsabends, 20.15 Uhr wird es gesendet und so. Und von daher, warte ich mal. Und Büttenwader wird auch weitergehen, ne? Das kann ich nicht sagen, weil das ist alles so frisch, auch mit Jan und so. Ja, und deswegen. Aber das war ja, Büttenwader war ja klar, Jan dabei, aber zum Schluss auch schon eigenständige Charaktere. Ja, da gibt es eine ganze Menge Leute, die eigenständig sind. Richtig, da kann ich aber selber gar nichts zu sagen, möchte ich eigentlich auch gar nicht. Und wohin da die Reise geht, ob das weitergeht oder nicht, liegt nicht in meiner Hand. Wäre schade, wenn das jetzt eingestellt wird. Wie auch immer, ja. Ja. Und das sind so die aktuellen Geschichten. Und natürlich der Sport, wie gesagt, jetzt Ende Februar, die Weltmeisterschaft, die Bahnweltmeisterschaft in Berlin. Bist du in Berlin? Ja, ich bin in Berlin, bin die ganzen Tage über dort. Bin natürlich, das mischt sich da wieder wunderbar, weil ich zeitgleich auch zur Berlinale in Berlin bin. Stimmt. Und genau, das überschneidet sich alles. Da springe ich dann von einer Geschichte zur anderen. Das passt. Und genau. Bewegt mich da immer zwischen den Trapezen. Sozusagen. Ja, sehr cool, die ganze Geschichte. Was wolltest du machen? Ihr seid doch wohl noch nicht schon fertig. Nein. Ich wollte fragen, was waren so für dich, weil du hast ja nur ein paar große Fernsehsachen gemacht und auch Kinosachen, was waren für dich so die Herausragenden, wenn ich jetzt mal so szenieren sollte, zu sagen, was so Wendepunkt will ich nicht sagen, aber es doch so große Erlebnisse beziehungsweise auch in jeglicher Form, das heißt drehtechnisch, also regiemäßig das Arbeiten. Es ist ja das ist immer die Frage, was ist denn jetzt das? Was findet der Zuschauer? Was hat er für eine Vorstellung? Das große Erlebnis, letztendlich auch die Zusammenarbeit mit Fatih Akin. Ich durfte zweimal mit ihm jetzt zusammenarbeiten. Das war einmal aus dem Nichts, wo wir auch Golden Globe und sämtliche Filmpreise mit abgeräumt haben. Also das war schon wirklich eine große Nummer. Und dann im vorletzten Jahr dann nochmal hier die Produktion Der Goldene Handschuh, da habe ich den Wirt, den Herbert Nürnberg, gespielt. Genau, den
Ex-Boxer, der damals in Amerika den Golden Glove gewonnen hat und danach eben seine Kneipe, den goldenen Handschuh benannte, genau. Ja, ja. Da ging es natürlich nicht ums Boxen und nicht um die Kneipe, sondern es ging da eher um die Honka-Geschichte, genau. Aber also, das war jetzt so aktuell oder noch frisch die größten Erlebnisse oder die beeindruckendsten Geschichten, weil ich also menschlich einfach so Fatih Akın hoch einstufe, weil er wirklich so die Antennen der Schauspieler wirklich erreicht. Er hat auch eine sagenhafte Karriere gemacht. Er fing ja, glaube ich, an mit damals hier. Erfolg. Das war die erste hier, diese Soul Kitchen. Soul Kitchen war auch noch davor noch. Nee, das war das andere mit diesen Busukis. Ich komme jetzt nicht. Na, es spielt ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall wirklich so, das ist für mich. Ich habe ja damals die Fritz Honga-Geschichte, die habe ich ja noch live mitgekriegt. Also nicht jetzt im aber hier in Hamburg. Und dann gab es damals. Ich unterbreche ungern. 3:1, 87. Minute. Sowas kann man immer unterbrechen. Das ist immer gut. Ja, genau. Und da gab es hier Gangs. Ja. Also Gangs nicht, sondern so eine Clubs, Vereine, Jugendgangs, aber nicht im positiven Sinne. Die nannten sich die Honga Fanclub. Und die liefen rum dann hier aus Pappe in den Fuchsschwanz dann hier, mit Honga Fanclub drauf. Oha. Ist wirklich wahr. Ja, glaube ich. So makaber, das ist so witzig, oder nicht? Also ich habe nach dieser ganzen Geschichte, hat mich ein ehemaliger Polizist kontaktiert, du wirst den Namen vielleicht kennen, auch den, der hat auch Bücher geschrieben, der Waldemar Paulsen, Rotfuchs genannt, genau. Ja, und wir haben uns, weil er auch in dieser Zeit, in den 70er Jahren aktiv, also als Undercover-Polizist, glaube ich, auch hier, bei Kripo-Beamter, auf der David-Wache, war und wir haben uns da einfach auch ausgetauscht. Ja, es war damals eine spannende Geschichte gewesen und man machte sich darüber lustig, über das Ganze, ne? Über diese Geschichte weil es halt zu skurril war. Eine in der Neuzeit, sage ich mal, nach dem Krieg einer der ersten großen Massenmörder hier in Hamburg. Man hat ja damals auch, immer auch zu dieser Hamann-Geschichte gleich, gab es diese Lieder, und danach in den 60er Jahren war dann dieser große, auch dieser Massenmörder, dieser Kindermörder, gruselige Geschichten, müssen wir nicht vertiefen. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja schon spät. Wir sind nie zu spät. Wir können überziehen. Wenn es interessant ist und unterhaltsam, erzähl. Wenn ich noch eins sage, das ist mir. Das ist Sinn der Sache. Das kennt man vom Drehen, kennt man ja sowas. In Handschellen abgeführt zu werden. Ich bin hier auf dem Kiez, glaube ich, auf der Reeperbahn viermal verhaftet worden in verschiedenen Produktionen. Ach so. Und so. Also, das heißt, solche Sachen ist mir schon bekannt, also mal hier fixiert zu sein. Aber darüber hinaus möchte ich doch sagen, dieses Ambiente hier gefällt mir äußerst gut und ich finde das auch wirklich sehr, sehr beeindruckend, was hier auf die Beine gestellt wurde und so manches an Apparatschaft bzw. an Gerätschaft ist schon wirklich mit großer Liebe zum Detail hergestellt worden. Genau, ja. Also, Chapeau und Glückwunsch für so viel Aufwand und so solche. Wirklich sehr spannend. In diesen Location machen wir jetzt nicht nur Kalles Halbzeit über den Fußball und mit allen Prominenten, sondern wir machen auch manchmal so Events. Ja. Die Location wird angemietet. Wir hatten also jetzt im September letztes Jahr die 70 Leute von Tim Melzer mit seiner ganzen Küchengruppe von der Bullerei. Mhm. Vom Tellerwäscher bis zur Steuerberaterin waren sie alle hier gewesen. Oder Koch. Und wir machen also eine ganze Menge solche ganzen Geschichten. Die waren auch alle schwer beeindruckt, sicherlich, oder? Die haben sich gefeiert bis morgens um 4. Das kann man schon. Wir haben ja Aftershow-Party mit Scorpions gehabt, Goldverleihung mit ZZ Top und so. Und deswegen ist es umso schöner, dass du heute hierher gekommen bist. Wie ein großes Bühnenbild. Ja, Bühnenberg. Ja, natürlich. Applaus, Applaus. Ich krieg die Hände nicht zusammen. Gibt es sonst noch etwas, was du uns sagen musst, was dir am Herzen liegt? Weil hier haben unsere Gäste, die uns beglücken, die Möglichkeit, auch etwas aus ihrem
Leben zu erzählen, was sie mitteilen möchten, wo sie meinen, das sollte Öffentlichkeit kundgetan werden. Ja, also um nochmal auf die Sendung selbst zurückzukommen. Und zwar, es geht ja um den Sport und was mir am Herzen liegt, dass wirklich, dass man den Jugendsport unterstützt, dass man wirklich wieder guckt, dass man junge Menschen, die auch teilweise wirklich durch die neuen Medien dermaßen irgendwie verklebt werden, wo die Gehirnzellen verklebt werden, habe ich das Gefühl, dass man die wieder an, auch an Vereine ranführt, dass man sagt, pass mal auf, da gibt es außer dem Computer, da gibt es noch ganz andere Geschichten, die total viel Spaß machen, die sind toll, schließ dich einem Fußballverein an oder an irgendeinem anderen Sportverein und du lernst einfach auch vielleicht mal Teamarbeit kennen, du lernst soziales Verhalten und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade in dieser Zeit, in der jetzigen Zeit, dass man sowas wieder sehr fördert und unterstützt. Ja. Und für unsere Jugend auch eine Lanze bricht. Deswegen machen wir das ja auch, weil der Amateursport. Applaus! Ja. Deswegen machen wir auch diese Sendung, um eben den Amateursport, Fußball in Hamburg, ein kleines Podium zu bieten, weil dadurch, dass es wirklich Champions League, erste, zweite Bundesliga, dann haben wir viele deutsche Spieler, die in England, Italien, Spanien spielen. Darüber wird dann berichtet, dann bleibt in den Medien, in den großen Medien, wenig Platz für den Amateursport als solches. Ja, wir haben hier schon ganz, ganz tolle Jungs gehabt, also die, wo Leute gesagt haben, Respekt von deren Einstellung, wie die an die Sachen rangehen. Oder zum Beispiel jetzt auch hier von unserem Gast vorher, der Jeremy, der sagte, ich hätte nach Gelsenkirchen gehen können, zu Schalke 04. Ja. Aber hier sind meine Freunde, Hamburg, der Born. Und also Osdorfer Born, das ist meine Heimat, meine Jungs. Und das weiß ich toll zu respektieren, dass die Leute sagen, nee, wir bleiben hier, hier sind unsere Wurzeln und Geld ist zwar schön, aber ist nicht alles. Auch da wieder dem Jeremy Applaus. Applaus nochmal, den Torjäger, großartig. Ja. Und dazu, also das finde ich toll, dass so die Leute kommen und die wollen wir auch rausbringen. Und da ist natürlich, muss man jetzt mal so sagen, unsere tolle Redaktion, die hier besteht, ja unter anderem aus Niklas und aus unserem Dennis, der bei Fussi Freunde für Hamburg diese ganzen Geschichten ausgräbt und er das aufbereitet. Und nochmal vielen Dank hier an die ganzen Jungs, die hier mitnehmen. Ich sitze ja nur hier und stelle für die Fragen. Also das Ganze steht ja mit den Leuten, die hinter der Kamera stehen und hier sitzen und so. Okay. Und natürlich steht das natürlich mit den Gästen, die wir haben. Und wie gesagt, das ist für mich wirklich eine tolle, tolle Ehre, heute dich mal, lieber Uwe, als Gast in unserer 25. Sendung zu haben, weil das wertet uns natürlich auf. Ja, da fühle ich mich auch sehr geehrt, in einer Jubiläumssendung bei euch sein zu dürfen. Ich bitte dich. Bedanke muss mich ja auch was Besonderes sein. Bedanke mich das auch recht herzlich für die Einladung sein, und hat mir großen Spaß gemacht hier bei euch. Auch hier, auch wenn ich so fixiert bin. Und, ich hoffe, der Spaß ist begrenzt bei uns. dass mich die charmante Dame nachher wieder befreien wird und ich vielleicht doch nochmal einen Schluck trinken darf. Ja, okay. Ja, dann gibt es jetzt noch was oder sollen wir sie reinrufen, die junge Dame? Wie auch immer, ich weiß nicht, wie weit seid ihr. Du hast ja noch einen. Ja, das kommt ja noch, die ganze Geschichte. Wir müssen jetzt mal man muss ja auch mal so innehalten und weißt du, so einfach mal so sagen, jetzt sagt man mal gar nichts, sondern genießt einfach nur und denkt, wunderbar. So länger, aber hier wird so viel. 3 Sekunden Stille akzeptiert der Fernsehzuschauer. Er hat gerade gar nicht verstanden. Ich sag mal Ruhe. Genau. Nein, wirklich, also herzlichen Dank auch für die Einladung. Nee, toll. Schön bei euch. Und wir haben natürlich auch für dich hier einen wunderbaren Kaffee. Du darfst wählen zwischen dem Derby-Sieger St. Pauli gegen HSV oder den Domina Espresso. Domina alles Espresso. Oh! Siehst du, Italiano? Si, ja, si, Mann. Das ist eine Gesangsdarbietung. Ich bitte schon mal auf die Bühne, meine liebe Nadine. Applaus. Und ich bedanke mich mal bei den Gästen hier im Verlies. Und bei den Gästen am Monitor zu Hause, dass ihr so lange ausgehalten habt mit euch. Wir haben ein bisschen überzogen, aber das machen wir immer, wenn wir Gäste haben, die viel und Spannendes zu erzählen haben. Ich bedanke mich noch ganz, ganz recht herzlich bei dir, mein lieber Uwe. Herzlichen Dank für die Einladung. MyBelt EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments. Modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBelt EU. Jung, sportlich, fair. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like.
und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.